Yo, was geht? Menzi mal wieder hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Turnier-Replay. Wir spielen heute für das OU Swiss Turnier im Indigo Plateau. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und zwar haben wir einen Ash Greninja, Landris defensiv mit Z-Move, Avi Magearna, Alomomola, Scarf Katana und Mega Medicham. Auf seiner Seite sehen wir einen Mega Lopunny, Lecephalon, wahrscheinlich ein defensives Landris T, Katana, Tapu Koko und Avi Magearna. Und bei diesen drei Pokémon wissen wir nicht ganz, was die Sets sind. Bei Blacephalon könnte der Z-Move sein, bei Katana könnte der Z-Move sein und bei Tapu Koko könnte der Z-Move sein. Und Katana und Blacephalon können beide auch sehr wohl Choice Scarf sein. Ja, was mir sofort auffällt, mein Greninja und mein Scarf Katana sind super gute Win Conditions, um im Late Game sein Team aufzuräumen. Ich drücke einfach mal auf Play. Wir wollen gar nicht weiter um den heißen Brei reden. Er leadet mit seinem Katana und ich leade mit meinem Landorus, einfach um so schnell wie möglich die Rocks zu bekommen. Er crittet mich leider Turn 1 mit dem Knockoff und das macht super viel Schaden, obwohl ich ja nicht mal ein Item habe. Das heißt, mein defensives Landorus ist auf einmal sehr, sehr low, was sehr blöd ist. Ich mache hier einen Double in sein Landorus rein, und zwar hole ich meinen Medicham rein. Und er möchte hier nicht wirklich irgendwas reinwechseln. Er entscheidet sich aber sogar aggressiv in sein Katana auf meinen Ice Punch zu gehen. Das heißt, ich Ice Punche hier, mach guten Schaden drauf und ich krieg den Freeze. Das war super wichtig, denn er hatte jetzt einen sehr, sehr starken Hit auf mein Team gekriegt. Und das wäre generell problematisch geworden, wenn das denn tatsächlich ein Choice Band Katana ist, was ich vermute. Er geht in seinen Tapu Koko in der nächsten Turn und ich switche in mein Avi Magearna, weil ich jeden Hit von ihm tanken kann. Und ich möchte nicht, dass mein Medicham stirbt, wenn er Specs zum Beispiel ist. Ich tanke hier zwei Thunderbolts relativ gut, werden leider paralysiert, aber das sollte nicht weiter schlimm sein, wenn ich nicht fully paralyzed bin. Krieg hier sehr guten Schaden mit Flare Cannon auf ihn. Er roostet in der Turn, in der ich für Volt Switch gehe. Und ich krieg jetzt hier wieder meinen Medicham rein. Das heißt, hier will ich wieder Fake Out Chip auf ihn kriegen. Er geht hart in seinen Blacephalon und macht den aggressiven Play. Aber ich kann erstmal mein Alomomola in seinem Blacephalon reinwerfen. Das kann eigentlich alles, was er so einsetzen kann, relativ gut tanken. Und weil ich nicht möchte, dass er irgendwie anfängt, sich zu setupen oder Calm Mind oder Substitute ist, drücke ich einfach mal Knockoff. Er switcht in der Turn in seinen Koko. Ich sehe kein Item, das ich wegknocke. Das heißt, das ist definitiv ein Z-Move-Tapu Koko. Und deswegen switche ich erstmal hier mein Landorus rein. Das ist sowieso ziemlich low, das heißt, das wäre jetzt auch hier so mein Death Fodder an dem Punkt. Es stellt sich tatsächlich raus, dass er mich killen kann, und zwar mit Twinkle Tackle, also Dazzling Gleam Z-Move. Ich kann aber die Gelegenheit nutzen, um in meinen Scarf Katana zu gehen, und er möchte nichts wirklich gerne rein switchen. Er hat zwar ein defensives Landorus T, das nimmt jetzt erstmal eine Leaf Blade, und er wird jetzt hier wahrscheinlich sowieso seine Tarnsteine legen wollen, deswegen drücke ich direkt noch eine zweite Leaf Blade, bringe ihn damit auf seine Ia Papa Berry. Und er legt selbst seine Rocks. Und weil ich nicht wirklich Angst habe vor seinem defensiven Landorus, das kann jetzt auch nicht allzu viel Schaden machen, kann ich einfach weiter Leaf Blade drücken. Er switcht in sein Avi Magearna. Das kriegt ein bisschen Chip Damage von der Leaf Blade. Das heißt, das ist schon mal ganz nett für meinen Specs Ash Greninja später eventuell. Ich switche mein Alomomola rein, einfach weil es jeden Hit von seinem Magearna sehr gut tanken kann. Und ich das einfach wieder full kriege mit Regenerator. Drücke hier erstmal Protect, um eine Turn Electric Terrain auszustoren und einfach Leftovers zu kriegen. Und Roost war sowieso hier nicht sein Play. Und jetzt kann ich hier einfach mein Magearna reinwerfen in seinen nächsten T-Bolt. Ja, er möchte hier nicht drin bleiben, switcht in der Turn, in der ich auf Volt Switch gehe, in sein eigenes AP Magearna. Da kriege ich sogar mit dem Electric Terrain und dem Crit ganz guten Schaden drauf. Und ich kann jetzt in meinen Mega Medicham gehen. Ich glaube, ich habe hier erstmal gefake-outet, weil ich nicht wollte, dass er in seinen Blacephalon geht. Ich hätte sehr viel aggressiver mit Medicham spielen sollen, wahrscheinlich. Drück jetzt hier den safen Ice Punch auf ja, sein Lando. Er switcht wieder aggressiv in seinen Blacephalon. Aber wie gesagt, das Blacephalon kann ich mit Alomomola komplett wallen eigentlich. Er drückt hier Shadow Ball, das macht immerhin 45%, was ziemlich viel ist. Ich kann jetzt hier auf jeden Fall erstmal protecten. Er geht für einen weiteren Shadow Ball, das heißt, er ist ziemlich safe choiced.
Ich switch hier natürlich mein Alu raus, weil das noch ziemlich nützlich als Check gegen seinen Low Punny ist. Und werf meinen Beginner weg, weil das sowieso so low ist, dass das in nichts mehr reinwechseln möchte. Ja, das Beginner stirbt, aber das gibt mir einen Free Switch in mein Choice Scarf Katana. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach vor Free Smart Strike drücken. Er hat keine Resist mehr an seinem Team an diesem Punkt. Er switcht seinen Blacephalon raus, das stirbt jetzt auch an Starfrogs. Sein Landorus stirbt. Und er kann in sein Mega Laupani gehen. Das überlebt natürlich einen Smart Strike von dieser Range. Das heißt, ich switche erstmal in mein Alamomola. Er Mega Evolved sich und drückt für den drückt den High Jump Kick. Das macht auch ordentlich Schaden. Ich würde auf jeden Fall von dem nächsten Hit sterben. Und weil ich denke, dass er nicht nochmal High Jump kicken möchte, weil ich ja Protect habe, switche ich hier hart zurück in mein Choice Scarf Katana. Er geht tatsächlich auf Return. Und ich kann jetzt hier einfach auf Free Sacred Sword drücken. Weil er eben ja, Blacephalon nicht mehr hat quasi. Der stirbt jetzt einfach an den Tarnstein. Und jetzt kann er in sein Tapu Koko gehen. Das überlebt natürlich ein Sacred Sword. Gehe hier in meinen Medicham, weil ich seinen Roost erwarte. Und tatsächlich roostet er. Und ich kriege jetzt hier erstmal ein bisschen Fake-Out-Chip auf den. Das heißt, der stirbt jetzt definitiv an Katana. Ich habe jetzt auch hier keinen wirklichen Grund raus zu switchen. Ja, lass einfach mal Medicham drin. Das überlebt sogar einen Thunderbolt. Und ich kann ihn einfach mit seinem Headbutt killen. Jetzt geht er in seinen Mega Low Punny. Das kann mich mit einem Power-Up-Punch abschießen. Aber ich kann jetzt for free in meinen Scarf Katana gehen. Und das killt seinen Low Punny definitiv von dieser Range mit Sacred Sword. Und da ich jetzt den Beast Boost kriege und auf plus 1 Angriff bin, sollte auch sein Beginner von dieser Range sterben. Und ja, wie wir sehen, stirbt das Magirna am plus 1 Sacred Sword. Und ja, das war das Game gegen Honeydip. Das war das dritte Game in einer Best of 3 Series. Das heißt, das erste Game habe ich verloren, das zweite Game habe ich gewonnen. Und das war quasi das dritte entscheidende Game. Als nächstes geht's in die Playoffs. Wir sind 4-0 aus dem Swiss gegangen, was ziemlich gut ist. Ja, das war's also mit diesem Video. Falls ihr mehr Turnier-Replays sehen wollt oder falls ihr mehr Pokémon-Showdown-Stuff sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und meinen Kanal abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.